Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die hier voll schwer. Ich kann die nicht so richtig abpassen. Und ihn hasse ich, ey. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück, liebe Leute. Ja, wir sind im zweiten Part von Donkey Kong Country, dem ersten Teil. Auch von Super Nintendo Mini. Der erste Part, ja gut, da habt ihr schon ein paar Fails gesehen. Wie gesagt, wie man hier auch so sieht auf der Karte, ja, ich spiele lieber Diddy Kong als Donkey Kong. Und hier fehlt uns ein Ausrufezeichen, ansonsten haben wir alle. Und ich habe übrigens immer noch nicht gegoogelt, um zu gucken, ob nur die Kong-Buchstaben reichen. Aber nein, sie reichen nicht. Haben wir ja selber schon am eigenen Leib im zweiten Level mitbekommen. Ich denke mal, da fehlt noch ein Secret oder so in dem Level. Ja, ansonsten, was gibt's jetzt hier zu diesem Level zu sagen? Zu diesem Level gibt's einfach nur zu sagen, Atem beraubend zu seiner Zeit und immer noch. Ja, es gefällt mir sogar sehr gut, immer noch. Weil es halt einfach geil ist. Einfach so diese Atmosphäre, du hast ja wirklich so dieses Gefühl, du bist hier volle Kanne. Und da war's. Wow. Und die Mucke, ey. Die Mucke ist sowieso die geilste. Immer wenn ich irgendwie. Wenn ich im Urlaub war. Ich habe natürlich immer so Urlaubsvideos gemacht, ne? Ja, wenn so Unterwasser-Szenen kamen, ne, dann könnt ihr euch das ganz sicher vorstellen. Spätestens jetzt. Was da für eine Musik immer reingeschnitten wurde. Ey, wo ist der Ballon? Verarsche! Hier gibt es natürlich auch Secrets. Aber es sind halt schon ein bisschen gemeinere Secrets. Man kann halt einfach so durch den Hintergrund schwimmen. Nice Mucke. Einfach nur geil. Aber generell die Donkey Kong Musik, überall, egal wo, ist immer geil. Jedem Spiel. Okay, ging es nicht runter. Ich dachte, hier ging es noch runter. Da sehen wir schon den Secret. Jetzt komm her hier! Da wollte ich nämlich auch haben. Ah, was heißt Secret, ne? Was heißt jetzt Secret? Also wirklich ist es kein Secret. Aber ob das halt auch dazu zählt, zur Secret-Suche, ich weiß es nicht. Aber wann haben wir jetzt hier ein Ausrufezeichen? Oder gibt es hier überhaupt ein Secret? Wow, das erste Level mit Donkey Kong abgeschlossen. Und ja, gut, wir haben Ausrufezeichen. Aber es war jetzt ja auch nicht schwer hier in dem Level. Funky's Flight. Ja, hier kann man quasi zwischen den Welten sich hin und her teleportieren. Aber es bringt ja nichts, weil wir haben nur eine Welt freigeschalten. Kann natürlich auch gleich das Level aussuchen, wo man hin will. Ja, wollte ich nur mal so gezeigt haben. Ob wir das benutzen werden? Ja, weiß ich nicht. Wird man sehen. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwo abspeichern wollen. Ja gut, wir machen es uns leicht. Wenn nicht, wenn man irgendwie abspeichern will, man hat die Speicherstation noch nicht. Aber ihn vorher, dann kann man halt zur Speicherstation zurückkehren. Ach was. Juhu, Leben farmen. Leute, glaubt mir, die Leben, die brauchen wir noch. Spätestens in der Eiswelt. So, wie komme ich jetzt da hoch? Hier komme ich hoch. Komm jetzt, ich will das goldene Nashorn finden. Das große. Okay, das wird nichts mehr. Nee, schade. Ja gut, aber fürs nächste Mal weiß ich, dass wir direkt da oben lang müssen. Ich hätte jetzt gedacht, man kann da unten, wo wir das erste Mal rausgeflogen sind, auch da
Krass, wir sind wieder hier. Warum sind wir wieder hier am Anfang? Konzentration. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Level schwer ist, aber es hat Potenzial. Okay, das Level ist schwer. Ich kann mich daran erinnern. Wenn es noch das Level ist mit den Fässern und den Orang-Utan. Okay, nice. Wir haben auf jeden Fall das O. Das finde ich so cool. Jetzt machen wir ihn ja auch noch weg. Was brauchen wir jetzt das Fass? Also schon klar für was, aber wo? Ah, da. Nice. Goldene Mitte. Hallo. Nice. Ja, wir haben den Hauptgewinn gezogen. Das Geile ist. Toll. Das Geile ist. Ich wollte gerade sagen, man kann ja nochmal rein, aber kann man gerade nicht. Habe ich ja gesehen, der war schon offen und ich glaube, da kann man dann nicht nochmal rein. So, das Ende haben wir auch schon. Ich denke mal, ich werde mir zum Ziel machen, alle Kong-Buchstaben zu sammeln in jedem Level. Und mehr halt nicht. Wenn es halt kein Ausrufezeichen hat, gut Leute, dann halt nicht. Ich werde natürlich mein Möglichstes probieren, immer in einem Run. Aber wenn es halt nicht sein soll, Leute, dann soll es halt nicht sein. So, in dem Fall haben wir es auch geschafft. Nice. Ja, und Ausrufezeichen ist nicht da. War ja zu erwarten. Es war ja zu erwarten. Und hier bei ihr, da können wir abspeichern. Zack, zack. 12% haben wir. Joa. Wieso nicht? Endboss Time. Die ersten Endbosse, die man nicht nur dreimal treffen muss. Magimines. Ich erinnere mich. Schöne Level gibt's hier. Wirklich schöne Level. Fand ich früher echt schwer. So als Kind halt, ne? Aber jetzt halt auch gar nicht mehr. Es sind halt schöne Level bei. Ach ja, und ja, im Übrigen, ne, hier sieht man den Frosch. Das ist unser nächster Begleiter. Es gibt ja hier, ohne jetzt spoilern zu wollen. Na gut, komm, ich spoilere auch nicht. Da mache ich es nicht. Nee, da mache ich es halt nicht. Ich wollte gerade alles aufzählen, was es hier so gibt für Typis. Aber frag mich nicht, wie der Frosch heißt, ich weiß es nicht. Juhu. Und der Strauß. Hier natürlich genau dasselbe Spiel wie mit dem Nashorn. Es gibt hier halt auch jetzt habe ich verkackt. Es gibt hier halt auch natürlich einen großen Strauß, der zu dem Zeitpunkt, wie man ihn einsammelt, die Dinger hier verdoppelt, ne, die man halt schon eingesammelt hat. Deshalb würde ich erstmal raten, hier gerade beim Strauß, das ist natürlich am einfachsten, finde ich, meine Meinung, den goldenen Strauß halt zu bekommen, den großen. Das ist hier schon ganz cool, wenn wir hier vielleicht schon an die 300 wenigsten haben. Ja, okay, komm. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wobei, wir haben immer noch Zeit. Kriegen wir immer noch hin. Guck mal, wie schnell die Zeit läuft, ne? Tada! Da haben wir. Nice. Einfach mal fast 700. Ja, genau. Und so wird es halt auch beim Nashorn, bei dem Fisch und bei dem Frosch hier machen. Haben wir ja sogar schon fast alle, ohne sie gespoilert zu haben, weil die waren ja schon zu sehen. Jetzt habe ich leider keinen Frosch mehr. Frosch ist jetzt weg. Schade.
Danke. Und das G. Glipping Shaft. Nice. Manchmal muss man aufpassen. Manchmal kommt am Ende auch nochmal so ein richtig fieser Gegner. Minecart Carnage. Oh oh. Ja, die berüchtigten Minecart Levels. Was dieses Spiel so besonders gemacht hat, sind halt wie gesagt diese Level. Die wurden ja dann irgendwann auch in den neuen, in den Tropical Freeze reingenommen. Auch in dem Vorgänger. In Donkey Kong Country Returns. Auch ein geiles Spiel, ey. Mega schwer. Aber gerade muss ich mich mal hier eben kurz konzentrieren. Wobei das Level, das erste, das kennt man ja. Das ist ja eigentlich machbar. Aber trotzdem immer schön. Nein! Warum ist der nicht gesprungen, dieser Affe, ey? Verdammt. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich wollte es in einen Durchgang schaffen. Jetzt habe ich hier so verkackt, ey. Mann. Ich wollte doch auch zeigen, dass ich was kann. Na gut, komm. Und spring jetzt. Sieht er ja? Sieht er jetzt, dass er gesprungen? Okay, geil. Leben verkackt. Didi verkackt. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Wow, 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 wow. Wow. Die sind echt fies, die letzten. Oh, sag ich doch. Fies, die letzten. Ja, wir haben 30 Leben. Okay, dann juckt's mich nicht. Wäre auch langweilig, wenn wir so in einem Rutsch immer durch, ne? Das wäre ja doof. Würde ja keinen Spaß machen. Der war jetzt total doof. Der war sowas von doof. Ich habe mein Leben wieder mitgenommen. Ja, komm, wir haben den doch eher besiegt. Wir sind doch auf ihn drauf gelandet, ey. So ein Schwachsinn. Okay. Konzentration. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Oh, nee. Ey, dein Ernst. Oh Mann. Immer dann, wenn man es ankündigt, dann wird sowieso nichts. Den ganz leben. Jo. Perfekto. Der eklige, ey. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die hier voll schwer. Ich kann die nicht so richtig abpassen. Und ihn hasse ich, ey. Aufpassen, das ist bestimmt noch nicht fertig. Hier kommt bestimmt noch einer. Ha, Weglinge. Oh. Kannst bitte zu Ende sein? Ha, ha. Ich wusste, dass da noch einer kommt. Ich wusste nur nicht wann, Mann. Scheiße. Oh, verdammt. Okay, in diesem Part schaffen wir das Level noch. Dann hätte ich den einen Affen hier nicht gerade am Anfang verloren, dann hätten wir es jetzt locker geschafft. Ah, oh, diese Minecart-Level hier. Die sind so verhasst. Aber bei mir nicht. Ich liebe sie trotzdem, ich mag sie. Auch wenn man so oft verkackt. Sie sind eine Herausforderung. Und jedes Mal, ey, immer in dem ersten Drittel, sag ich mal. Das war knapp. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Kann mir halt auch nie merken, wann die Viecher kamen, ne? Ist jedes Mal aufs Neue eine Überraschung. Ja. Ekliger. Komm, das Level machen wir auch noch und dann denke ich, soll es das gewesen sein für den Part. Ich denke mal, das schaffen wir noch in diesem Level. Ah, das ist das Level. Mhm,
Na gut, Leute, das ist ein Zeichen. Ich höre auf. Wir sind eh bei der Zeit angekommen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Part wieder ein, wenn wir, denken, die erste Hälfte von dieser Wüstenwelt oder Hochplateauwelt schaffen. Na denn, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.